So, bevor die hier jetzt alles zerstören, und damit ein herzliches Willkommen bei mir, dem Toto AK Thorsten, diesmal beim Clan All Day Fights. Ich bin von diesem Clan, beziehungsweise von einem natürlich der Clan-Member hier eingeladen worden, mir das Matchmaking hier einmal anzuschauen, denn hier läuft wieder einiges aus dem Supercell-Ruder und diesmal aber, wie ich denke, zugunsten des vermeintlich schwächeren Clans, nämlich den All Day Fights. Und wir gucken einfach mal in die Basis, aber nur von außen, von dem Gastclan, wo ich hier zurzeit bin. Wir haben ja also einen relativ gemischten Haufen von 9ern, 8ern und noch niedriger, also RH5, RH6, und wir haben hier oben auch ein einziges RH11, was auch ein starkes RH11 ist. Also das ist jetzt kein RH11 Engineering, sondern das ist ein echtes RH11, ein wirklich starkes RH11. Und ich weiß, dass der Tequila sich auch im der Legendenliga tummelt und auch wirklich stark angreift. Wir haben hier also eine Menge Neuner und das sind alles normale Bases. Also die haben alle X-Bogen, die haben alle normal die Ausbauten gemacht. Also hier gibt es keine Engineering Bases. Die Achter sehen auch alle gut aus. Ich möchte hier halt jetzt im Moment keine dieser Bases zeigen. Damit würde ich die Fallen freilegen. Ich glaube zwar nicht, dass vom gegnerischen Clan jemand meine Folgen unbedingt sieht, aber trotzdem fand ich jetzt an der Stelle, gehört sich das nicht, diese Bases hier zu zeigen, aber ihr seht es von außen. Wir haben hier also 4er, 5er, 7er, Luna, Psycho King, der 3, Falco, alles 8er und das sind alles ganz normale 8er. Oh, das ist natürlich klasse. Ich denke mal vom Tequila 2, das hört sich so an wie der zweite Account, vom 11er Account, schauen wir uns den Angriff mal an. Aber hier seht ihr schon, so sehen diese Bases aus. Wir haben auf der Seite von den All Day Fights ein einziges RH11 und wir haben auf der Seite des Gegners 11 RH11. 11 von 20 sind hier RH11. Dann habe ich gesehen, haben die noch einen 10er, haben irgendwo noch einen 9er dazwischen und auch kleinere Bases unten, 4er, 5er. Also das eigentlich ist da so eine Engineering-Geschichte so, dass man seine Base nicht ausbaut, so wie diese hier. Man muss wirklich sagen, okay, der Gegner hier hat jetzt einen Adler, aber wenn ich mir jetzt so die Truppen des RH9 hier anschaue, dann ist das jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Er lockt hier jetzt schon schön die Clanburg-Truppen, beziehungsweise hat sie schon gelockt und eigentlich ganz locker erledigt und kommt jetzt schon mal mit so ein paar Bogies außen von den toten Gebäuden, die ja von dieser Def hier überhaupt nicht erreicht werden. Ich meine, ja, da ist ein Adler, aber ihr seht selber. Was macht der Adler? Der macht jetzt ein bisschen Schaden auf die Valkyries. Die gehen natürlich jetzt erstmal auf die Helden in der Mitte und auf der Tesla auch, der Inferno hier mittig ist überhaupt kein Thema. Also das ist, ja, ich will es mal mit meinen Worten beschreiben. Ich nehme ja manchmal auch kein Blatt vor den Mund. Das sind alles Scheißbases. Alles wirklich solche komischen Bases hier. Aber der Gegner hat zudem zu diesen Bases nicht die passenden Truppen, also nicht wirklich Engineering-Truppen, sondern der Gegner hat auch noch scheiß Truppen. In der Regel so ein Level 1 worden, so wie wir es hier gesehen haben, Level 2 King, Level 3 Königin, aber mit Masse haben die mindestens irgendwo immer eine Truppe hoch. Super 3 Sterne hier von Tequila. Ich habe gestern Abend schon gesagt, Leute, bei euch brennt hier nichts an. Ja, also ihr seht selber hier mit alles gedreisternt, was sich hier den Leuten in den Weg stellt. Das finde ich auch sehr gut. Die Jungs und Mädels hier sind auch wirklich gut drauf. Das ist ein echt guter Zusammenhalt hier. Bei so einem Mist hier musst du auch gut zusammenhalten. Aber ihr seht selber hier 14 ist noch ein Elfer. Wir können die Bases einfach mal durchgehen. Dann seht ihr das, was ich meine. Die Gegnerbases können wir ja ruhig zeigen. Das ist ein ganz normaler RH11. Den hat der Tequila auch gemacht. Richtig krasse 2 Sterne mit einer Bola-Taktik. Und aber wir gucken mal weiter. Den haben wir gerade gesehen. Ja, so sehen die hier aus. Das ist mal ein ganz normaler 9er, aber ist auch gedreisternt worden. Wir gucken gleich auch mal in den einen oder anderen Angriff rein. Das, die Zeit nehmen wir uns einfach. Aber ich klicke hier einfach mal durch diese 20 Bases durch. So sieht der Gegner hier aus. Das Problem ist halt, er hat überhaupt nichts an Truppen dagegen zu setzen. Ja, also
Wenn wir uns mal, okay, ich glaube, der Achter hier, das war das Paradebeispiel, der geht eigentlich noch. Der hat nämlich immerhin 240 Truppen, hat was ganz Gutes rundherum. Sagen wir mal so, ist ganz gut. Aber er wird sicherlich irgendwas machen können. Letztendlich hat er aber auch nur zwei Angriffe. Ja, und er wird dann RH9 machen oder ein RH8 machen. Ich denke mal R2, RH9er. Denn auf den Elber oben geht der erste von dem Clan hier, aber wenn man das hier so sieht, meine, der hat jetzt auch, ja, was hat er hier an Truppen? Der wird mit, was wird er angreifen? Mit Riesen, vielleicht mit Heilern und mit ein paar Magiern. Da wird er sicherlich was mit reißen. Ich kann das schlecht einschätzen, aber so sehen die hier fast alle aus vom Gegnerclan. Hier kommen wir jetzt schon in die unteren Bereiche. Ja, aber hier, ihr seht es, der 12er, auch ein RH11, also. Das ist schon aber auch gedreisternt worden. Der hier auch gedreisternt worden. Also bei diesen Bases haben die auch überhaupt keinen Respekt. Muss man auch gar nicht haben. Denn auch als RA8, ich glaube, die sind alle auch von RA8 gemacht worden hier. Da schickst du in diese Bases hier entweder Drachen rein, weil hier ist eine Bogenschützenkönigin. Da lachen auch RH8 Drachen auf Level 3 von. Und ich kann es noch nicht einschätzen, der Gegner hat noch gar keinen Angriff gemacht, aber die Kollegen hier von den All Day Fights lassen hier ganz gemütlich immer schön zwei Golems reinspazieren, die Clanburg wird schön gelockt und dann denke ich mal, brennt hier nichts an. Wir können hier ruhig mal jetzt in den Angriff vom Psycho King reingehen, ich spule den mal ein bisschen vor. Auch hier ist das ein RH8, noch mit Level 1 Walküren, mit Golems noch auf Level 1 und der macht ja schon mal ein paar tote Gebäude. Das sind ja auch schon mal ein paar billige Prozent. Lockt jetzt hier die Clanburg und die Clanburg wird kurz mal erledigt mit Gift und sogar nur mit ein paar Bogenschützen. Also das reicht in der Regel hier und kann sich alle Magier sogar aufsparen. Die sind noch auf Level 4, also wahrscheinlich noch nicht so lange Rathaus 8 und dann ist diese Base ja ein Witz. Ja, also wie gesagt, das passt eigentlich nicht. Es ist eine Engineering-Truppe, aber nicht wirklich, denn okay, die Base ist hier, klar, die macht man mit dem Achter und man wird sicherlich auch abgeräumt, aber wie gesagt, der Clan hier macht das richtig gut. Hier haben wir noch einen Zehner dazwischen. Ja, oh, krasser Zehner. Also das hört auch hier unten nicht auf mit einer Dreier-Queen und mit einem Vierer-König. Mein Gott, was kann einem hier jetzt eigentlich noch erwarten? Höchstens etwas höhere Tesla, aber sind wir ehrlich, die Jungs und Mädels von den All Day Fights machen diesen, die werden hier alle Bases dreiern. Also da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Hier sind noch so viele Angriffe über und es sind eigentlich jetzt nur noch wirklich wenig Bases da. Dann, wo wir schon mal da sind, ich sage es immer wieder, gucken wir auch live rein hier. Wir haben hier den Dead 3 auf die Nummer 14. Wir haben alle so komische Namen auch mit Zahlen am Ende, also Punkt 3. Und auch hier das gleiche Spiel. Hier werden schulmäßig die Clanburg-Truppen gelockt, werden hier gegiftet und mit ein paar Bogis erledigt. Ich nehme an, dass er jetzt auch ein paar Magier dazu nimmt. Aber auch wirklich nicht. Der nimmt den Riesen einfach zum Ablenken von den dem Drachen und dann werden wir sehen, dass selbst mit 5er Riesen hier und er hat auch noch Level 7 Riesen in der Clanburg. Ich meine, es sind Level 7 Riesen, aber das reicht hier für so eine Base vollkommen aus. Das ganze Ding hier zu durchrollen, drei Heilzauber, die kann er sich ja fast sparen hier. Der Warden da in der Mitte macht auch nicht viel Schaden und die Prinzessin macht ja auch nur punktuellen Schaden, also überhaupt keinen Flächenschaden. Dann ist das hier auch Geschichte. Also ich denke mal, der Plan hier wird alle Bases hier drei Sternen. Das heißt, die obere jetzt nicht. Da sind zwei Sterne raufgegangen von dem TH11 auf TH11. Den zeige ich euch auch gleich noch. Aber alle anderen Bases werden hier, denke ich mal, ganz, ganz locker von diesem Clan hier gedreisternt. Und die warten auch schon, was der Gegner denn so macht und was der Gegner mit den Truppen reißen kann. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht viel, was die hier bieten können. Das geht einfach nichts. Ich war eigentlich ganz neugierig, als mir der Tony in meinen Kanal reingeschrieben hat, dass das Matchmaking hier wirklich mies ist und er müsse hier mit Achtern Elfer machen. Und ja, aber wie ich gestern schon gesagt habe, hier brennt überhaupt nichts an. Das ist
wirklich sind gute Angreifer hier. Ich wollte euch den Angriff nicht vorenthalten, denn hier ist ein super Bulle Angriff gemacht worden vom Tequila. Hat auch, wie ich finde, für ein RH11 ganz gute Truppen. Man kann sich immer darüber streiten, ob man jetzt RH10 auch die Helden komplett durchmacht. Ich mache das bei dem Thorsten-Account, das wisst ihr. Da habe ich auch gerade ein bisschen Twist, dass ich im CK eigentlich nicht mitspiele, weil mein King geht jetzt auf 33. Er geht jede Woche fröhlich weiter, bis er 40 ist. Ich denke mal, so lange kann ich es dunkel auch jede Woche immer wieder reinfahren, weil das als RH10 nicht wirklich Probleme bereitet, immer wieder 150, 160, 170.000 reinzufahren pro Woche. Also man hat ja 7 Tage Zeit. Und je nachdem, wie man dann farmt, wenn man sich auch noch darauf konzentriert, so viel immer reinzufahren, dann geht das ruckzuck. Aber ich finde, die Kombi hier ist schon absolut in Ordnung. Gute Truppen dahinter. Der Bowler auf 3, Rest auch auf Max, das heißt Mauerbrecher und auch Magier. Also das ist schon, und es war vor allen Dingen ein guter Angriff hier. Das muss man noch dazu sagen, gut gefunnelt. Und dann waren das hier richtig starke 70%, glaube ich, holt er hier. Hat jetzt noch einen Lakaien. Ah, doch nicht. 69, ah, doch da. Der Lakai macht da oben noch das eine Lager. Und dann sind das hier wirklich super 70% gewesen. Und das ist, glaube ich, ich denke, das ist die einzige Base, die hier mit 2 Sternen belegt wird. Alle anderen Bases werden hier 3 kassieren. Und dann ist das eigentlich ein einfacher Sieg gegen eine Engineering-Gruppe, die es aber gar nicht verdient hat, eine zu sein. Ich denke, das war's an dieser Stelle. Ich habe ein paar Angriffe gezeigt von dem Clankrieg hier. Muss jetzt auch gleich wieder rüber. Ich möchte mit Avatar auch ganz gerne bei uns wieder im Clankrieg spielen. Aber ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dem Clan. Ich blende ihn nochmal ein, den All Day Fights. Die sind auf einem richtig guten Weg, hier Level 10 zu werden. Und das ist eine ganz muntere, bunt gemischte Truppe, die mehr oder weniger aktiv oder nicht aktiv sind. Ich denke mal, die Saison ist ja auch nicht, noch nicht so alt. Und hier gibt es auch so ein paar Erst- und Zweit-Accounts, glaube ich, drin. Aber ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Ich habe ja immer die Bedrängnis, dass ja einige auch sagen, oh Gott, ein YouTuber, du kannst mal machen, was du willst. Aber ich habe hier genau erklärt, ich wollte das Matchmaking einfach zeigen. Wo wir schon mal hier sind, nehmen wir diesen Angriff auch noch mit. Dann hat die Folge hier auch einen schönen, krönenden, denke ich mal, 3 Sterne Abschluss vom Megatron auf die Nummer 6 hier. Ein Live-Angriff, er lässt jetzt also ganz locker, guck mal, wie locker und easy hier und Lessons und chillig der Riese hier durch diese Base latscht und erst jetzt erledigt wird. Ich denke mal, die paar Bogenschützen hätte er vielleicht ein bisschen ersetzen sollen, denn in dem Moment, wo der Drache sich dreht, aber sauber gemacht, also das Locken klappt hier in jedem Fall. Jetzt ploppeln da Level 1 Teslas hoch und ein einziger Inferno, der steht auch noch auf Single. Der macht dann überhaupt kein Aua an dieser Masse der Truppen, die der Megatron jetzt mit reinbringt, mit den vielen Valkyren und dem Babydrachen, der ein bisschen mit für ein Cleanup sorgt. Cleanup kann man hier nicht sagen, die ganze Base ist ja von Anfang an Cleanup. Und dann ist das hier auch ein guter 3-Stern geworden. Hier gibt es jetzt noch ein paar Bomben, aber super gemacht hier. Gibt auch 5 Zuschauer, also die Truppe hier ist gut aktiv. Und dann wiederhole ich mich nochmal. Ich bedanke mich ganz herzlich hier beim Clan All Day Fights dafür, dass ich hier sein durfte, dass ich das einmal aufzeichnen durfte, denn das ist ja auch für mich immer wieder so eine Streitgeschichte, wo ich immer sauer reagiere, wenn diese Engineering-Geschichten hier immer noch nicht gefixt sind von Supercell. Ja, wir kriegen hier ein Update nach dem nächsten, aber das kriegen die irgendwo nicht richtig im Griff. Aber der Clan hier hat mal Glück. Das ist ein Engineering, was nach hinten losgeht. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich denke, am Wochenende kommen auch wieder Doppelfolgen. Das gucke ich mal, wie ich das bei uns dann mit rein bekomme. Dann lasst mir trotzdem für dieses Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abonnent bei mir seid, rechts unten könnt ihr mich abonnieren zum Ende des Videos. Und dann würde ich sagen, bis zu einer neuen Folge, wenn es da denn wieder heißt, der Toto lasht.